Die Notenbanken pumpen seit Monaten Geld in die Märkte. Ob Federal Reserve, Bank of Japan oder EZB. Die Zinsen sind niedrig und den Anlegern machen negative Realzinsen durchaus zu schaffen. Wie sehr? Darüber sprechen wir in dieser Ausgabe von Börse Stuttgart Anleihenforum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die USA und Japan fahren seit Jahren eine Nullzinspolitik. Soweit ist die Europäische Zentralbank zwar noch nicht. Allerdings werden potenzielle neue Maßnahmen derzeit äußerst intensiv diskutiert. Die Geldpolitik der EZB polarisiert, sogar in den eigenen Reihen. EZB-Direktor Jörg Asmussen hat seine Kritik an der Geldpolitik erneuert. Der Notenbanker warnt vor den Folgen einer zu langen Niedrigzinspolitik. Gleichzeitig ist er skeptisch, was einen negativen Einlagenzins angeht. Zuletzt hatte es Diskussionen gegeben, die EZB könnte eine Art Strafzins für Geld einführen, das bei der Notenbank geparkt ist. Eine Option, die Notenbankchef Mario Draghi nicht ausschließen will. Ohnehin gibt es immer mehr Stimmen, die sogar eine Ausweitung der Geldpolitik fordern. Die Industriestaatenorganisation OECD zum Beispiel sieht die Europäische Zentralbank im Zugzwang. Andere Notenbanken wie die Bank of Japan oder die amerikanische Federal Reserve seien mit ihren Maßnahmen ein positives Beispiel. Beide Zentralbanken kaufen zusätzlich zu ihrer Nullzinspolitik in großem Stil Staatsanleihen auf. Ein Kurs, den sich die OECD auch in Europa vorstellen kann. Fakt ist, die Arbeitslosigkeit in der Eurozone erreicht immer neue Höhen. Vor allem in den Südländern. Die jüngsten BIP-Daten waren ernüchternd. Die Eurozone steckt weiter in der Rezession. Geht es nach der OECD, könnten weitere Maßnahmen der Europäischen Zentralbank der Eurozone wieder auf den Wachstumspfad verhelfen. Kritiker wiederum sehen durch die extreme Geldflut den Boden für die nächsten Krisen bereitet. Die Geldpolitik der EZB und der anderen Notenbanken polarisiert eben. Und über die Auswirkungen der niedrigen Zinsen auf ein Investment spreche ich jetzt mit Michael Bloß. Er ist Wertpapierspezialist beim EIFD. Schönen guten Tag nach Stuttgart, Herr Bloß. Die Zinsen sind niedrig. Sie liegen unter der Inflationsrate. Wie groß ist der Schmerz? Wie sehr schädigt das den Sparer? Ja, das schädigt direkt, weil man kann wirklich von einer kalten Enteignung hier sprechen. Denn durch Inflation wird das Geld immer weniger wert. Man kann es nicht auffangen durch eine Zinskompensation. Und man nimmt sich doch da jedes Jahr sozusagen ein Stückchen Brot von der, ein Stückchen Butter vom Brot herunter. Man kommt einfach nicht mehr ran an die Verzinsung und man wird ja kalt enteignet. Also das trifft den Sparer wirklich direkt. Wer sind denn die größten Verlierer in diesem ja, sehr unschönen Spiel? Das sind im Prinzip die Anleger, die wirklich auf sichere Anlagen setzen, die sagen, okay, ich möchte den Sparbrief haben, die Sparbonifikation auf dem Sparbuch oder auch die klassische Anleihe, die im Augenblick einfach nicht mehr den Coupon dementsprechend ausweist, die verlieren deutlich und es verlieren all diejenigen, die im Cash zu Hause sind, die sagen, okay, ich möchte das Geld nur kurzfristig parken, ich lasse es einfach auf dem Girokonto stehen oder lasse es leicht verzinst, vielleicht mit 0,20 da auf einem Tagesgeldkonto stehen, die verlieren direkt. Diejenigen, die Unternehmensanleihen kaufen oder dann vielleicht auch in Unternehmenswerte investieren, also Sachwerte, die werden davon etwas weniger betroffen. Aber direkt verlieren tun wirklich die klassischen Sparer. Auf der anderen Seite, jede Medaille hat auch irgendwo zwei Seiten. Gibt es Profiteure von der Situation? Naja, im Augenblick muss man ganz klar sagen, ist es ein Thema, das man deswegen macht, damit die Südländer besser aus den Problemen herauskommen. Denn sie brauchen diese niedrigen Zinsen, sie können sich nicht mehr leisten, sie können sich sonst nämlich nicht mehr refinanzieren. Und das sind die Profiteure der ganzen Geschichte. Die privaten Anleger sind es definitiv nicht. Es ist ja nicht nur ein deutsches Problem oder Phänomen, über das wir sprechen, es ist ja im Prinzip auf der ganzen Welt zu Hause. Inwiefern gibt Ihnen das Grund zur Sorge? Ich habe sehr, sehr großen Grund zur Sorge, denn wir verlieren im Augenblick mit dem Zins auch das Risikoallokationsmaß. Und das ist ein Thema, das ist nicht mittel- und kurzfristig zu betrachten, aber langfristig als sehr, sehr schwierig. Also ich gehe davon aus, dass durch dieses billige Geld im Augenblick nicht geheilt, sondern nur Symptome dementsprechend gestillt werden. Heilen kann man wirklich nur, wenn man ja das Übel an der Wurzel packt, wenn man neue Businessmodelle einfordert, wenn man dementsprechend rauskommt aus der Rezession, wenn man wirklich wieder Bruttoinlandsproduktwachstum generiert. Das wird im Augenblick alles nicht damit geschaffen. Es wird nur billiges Geld in den Markt gepumpt. Man heilt die Krankheit nicht, man kümmert sich nur um die Symptome. Und das bereitet mir im Augenblick wirklich sehr, sehr große Kopfschmerzen. Und was macht jetzt der Anleger? Was kann er tun, um dem Ganzen, was wir jetzt skizziert haben, zu entgehen? Was kann er tun, um doch noch gute Rendite zu erzielen?
Er kann eigentlich nur eine klassische Portfoliostreuung durchführen. Er muss einfach sich loslösen von den ehemals wirklich sicheren Geldanlagen wie Sparbriefen, wie Rentenpapiere, wie Staatspapiere. Er muss einfach vielleicht hier an andere Anlagen denken, vielleicht auch mal die Aktie dementsprechend mit beimischen. Und vor allem, er muss eines machen, er darf keine Blockpositionen bauen. Er muss sehr viel kleinteiliger werden, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und er muss sehr, sehr kreativ bleiben und schnell entscheiden. Diese Langfristgeschichten, die funktionieren leider nicht mehr. Und über die Möglichkeiten, jetzt hier kreativ zu agieren, werden wir dann gleich nochmal sprechen im zweiten Teil dieser Sendung. Also bloß Dankeschön für den Moment. Wir sprechen jetzt ganz kurz oder schauen uns ganz kurz an das Bond M-Segment. Was also in der Vergangenheit, in den letzten Wochen da alles gehandelt wurde, schauen wir uns zunächst den Bond M-Index an. Hier war es relativ ruhig in den vergangenen 3 Wochen. Der Index notiert seit Anfang Mai konstant bei etwa 96%. Wie sieht es im Einzelnen aus? Das verrät uns jetzt der Blick auf die Top-Performer der vergangenen Woche. Und dann haben wir zum einen die Anleihe der Rena GmbH, dann Royal Beach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH oder kurz eben Royal Beach auf 2, Ecosem Agrar auf 3 und die Johann Friedrich Behrens AG, die Anleihe notiert hier auf Platz 4. Schauen wir uns doch mal das Thema Umsatz an. Die 4 stärksten Umsatzträger hier im Bond M-Segment sind diese 4 Werte. Da haben wir zum einen die Ecotechnica GmbH. Air Berlin ist hier zweimal zu finden. Auf Platz 2 die Laufzeit bis 2015, auf Platz 4 die Laufzeit bis 2018. Und dazwischen haben wir noch die Anleihe der Dürr AG. Der Bond M-Index konnte sich seit seinem Tief Anfang April also wieder etwas erholen und profitiert vor allem von zahlreichen Neuemissionen. Wie ist die Stimmung unter den Mittelständlern? Und wird die Nachfrage auch weiter anhalten. Fragen und Antworten jetzt nochmal aus Stuttgart. Michael Bloß, Dankeschön fürs Warten. Wie bewerten Sie denn die Stimmung momentan im Mittelstand? Der deutsche Mittelstand ist sehr solide aufgestellt. Das trägt uns im Augenblick in Deutschland auch, das merkt man. Und auch die Stimmung ist da doch recht gut. Der deutsche Mittelstand kann immer noch relativ hohe Margen durchholen und das natürlich auch für Produkte durchholen, die es sonst nirgends gibt. Das ist natürlich der ganz große Vorteil, den wir haben. Hier sind wir sehr innovativ unterwegs. Hier wird stark geforscht und gearbeitet. Also deshalb der deutsche Mittelstand durchaus grundsolide, wenn natürlich auch anfällig für die Weltkonjunktur. Aber da trotzt er doch im Augenblick relativ gut. Der Meinung sind ja auch die vielen Experten, die sagen, die Rahmenbedingungen sind derzeit sehr gut, gerade Rahmenbedingungen für dynamisches Wachstum. Sie teilen die Meinung. Ich teile die Meinung absolut. Wenn wir im Augenblick uns anschauen, wer wächst denn wirklich konsequent, da muss man wirklich sagen, da wachsen in Deutschland hauptsächlich die mittelständischen Unternehmen, die innovativ unterwegs sind und die auch Entwicklungsarbeit leisten. Also nicht nur derjenige, der nachbaut, was jemand anders entwickelt hat, sondern jemand, der sich selbst Gedanken darüber macht, wie können wir ein Produkt weiterbringen, wie können wir es für den Markt weiterentwickeln. Und hier haben wir im Augenblick ganz hervorragende Chancen. Die Euro-Schuldenkrise, sie ist ja noch da, gar keine Frage. Sie scheint aber jetzt irgendwie keinen Anlass zu geben zur Sorge. Trügt das Bild? Ja, das Bild ist ein bisschen zweischneidig. Wir haben auf der einen Seite beim liquiditätsarmen Segment immer das Problem, dass auch die Euro-Schuldenkrise drückt und dass man sich hier Sorgen machen muss. Bei großen klassischen Unternehmen, wo auch die Liquiditätsthematik nicht wirklich im Vordergrund steht, die sich gut refinanziert bekommt, merkt man sie im Augenblick relativ wenig. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Exportmärkte außerhalb Europas zu finden sind. Und das ist natürlich ein ganz interessantes Geschäftsfeld. Wir sprachen ja eingangs dieser Sendung um mögliche Alternativen, Anleihealternativen und das Thema Mittelstandsanleihe, das scheint ja so eine zu sein. Der Emissionsmarkt, der neue Emissionsmarkt ist schon so gut wie lange nicht mehr. Eine Mittelstandsanleihe folgt der nächsten. Ist das ein Trend? Ist das ein Boom? Wie lange wird er noch anhalten? Naja, das sieht der ein oder andere als Trend und Boom, der eine oder andere spricht aber auch schon von einer Blasenbildung. Also da muss man etwas aufpassen. Ich bin immer etwas skeptisch, wenn alle in die gleiche Richtung rennen, wenn es nur noch ein einziges Ziel gibt und wenn auf einmal jeder kommt und sich Geld besorgen will. Deswegen, hier muss man schon stark auf die Qualität achten. Wir hatten das an dieser Stelle schon öfters. Man muss sich anschauen, würde ich privat einem Unternehmen Geld leihen, dann kann man auch die Anleihe kaufen. Würde ich das nicht machen, würde ich im Teufel tun und die Anleihe kaufen, denn eine Anleihe ist ja nichts anderes als ein direkter Kredit. Also hier gibt es relativ große Unterschiede in der Qualität. Da muss man wirklich ganz genau drauf schauen. Das heißt, würden Sie schon wirklich so weit gehen, dass Sie sagen, das ist eine Blase? Oder sagen Sie nur, Vorsicht, ich gucke ganz genau hin?
Vorsicht, ich gucke ganz genau hin, ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ich sehe die Blase noch nicht, aber es kann eine werden. So hat es immer begonnen. Es fing immer an, wenn es Alternativlosigkeiten da waren, dass sich dementsprechend Märkte hochgeschaukelt haben zu Blasenbildungen. Da sind wir jetzt wahrscheinlich noch weit davon entfernt, aber ziehen wir es doch mal in die Zukunft. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in einem halben Jahr, in einem Jahr eine Abkehr von dieser Niedrigzinspolitik sehen werden. Das heißt, dann sind wir ein Jahr weiter, das Volumen ist dementsprechend angewachsen und dann können wir ganz sicher über eine Blase sprechen. Michael Bloß, Dankeschön für das Interview und eine gute Zeit. Dankeschön. Wir sind am Ende dieser Ausgabe, meine Damen und Herren. Die nächste Ausgabe Börse Stuttgart Anleihenforum gibt es in einer Woche. Das ist der 7. Juni zur gewohnten Zeit, 9:30 Uhr, 9:30, 9:30. Bis dann. Tschüss.